Willkommen bei der Imkerei Häusl. Bei unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir einen Bienenableger, man kann sagen, minimalistisch erstellen. Also das heißt mit einer einzigen Brutwabe. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir einen Schaukasten, einen Bienenschaukasten bestücken. Das Prinzip ist ähnlich wie beim letzten Video, als wir den Ableger erstellt haben, eben mit nur einer Brutwabe. Wir haben uns mittlerweile einen Bienenschaukasten gekauft. Das Innere hat Platz für maximal zwei Waben. Was der Vorteil eines Bienenschaukastens ist, möchte ich jetzt kurz ansprechen. Wir haben viele Jungimker hier, die bei Imkern auf Probe mitmachen. Es kommen auch manchmal Kindergärten vorbei, Kinder von Kindergärten vorbei. Und ich brauche dann keine Angst zu haben, dass hier jemand gestochen wird. Und ich kann problemlos hier diesen Deckel aufmachen, öffnen. Da drinnen sind dann die Bienen in diesen Waben. Und man kann dazu gucken, wie sich dieses Volk entwickelt. Vor allem bei Imkern auf Probe ist es eigentlich ganz toll. Hier kann man auch sehen, wie die Bienen eine Königin herziehen, wie sich die Königin entwickelt, wenn sie dann vom Begattungsflug zurück ist, wenn sie zu stiften beginnt. Ich finde das eigentlich ganz interessant und ganz toll. Und wie dieser Bienenschaukasten aufgebaut ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Hier mit dieser Klammer öffne ich einfach mal den Deckel. Den kann ich hoffentlich auch abnehmen. Jo. Ups, geht ein bisschen schwer. Hier an der Front ist eine Plexiglasscheibe. Die kann man dann öffnen mit diesen Verschlüssen. So, die stellen wir jetzt auch mal ab. Und wie man hier schon sieht, sind hier Einschnitte. Da hänge ich meine Brutwabe unten rein. Oben drüber kommt die nächste Wabe. Das ist nur eine Mittelwandwabe. Dann hier oben, wenn ich den Deckel öffne, ist ein Futterkasten drinnen. Muss ich jetzt auf der anderen Seite auch noch abnehmen. So. Hier ist mittlerweile schon, den haben wir schon vorgearbeitet, der Futterteig drinnen, wie man das so sehen kann. Also die Bienen haben hier den Aufstieg von dieser Seite nach oben und die können dann problemlos diesen Futterteig erreichen. So, ich habe hier eine Zandermittelwand. Die hänge ich als oberstes Rähmchen gleich mal in meinen Schaukasten. Jetzt. Gut, und jetzt holen wir uns eine Brutwabe mit ansitzenden Bienen, mit verdeckelter Brut, offener Brut. Und eben bei der offenen Brut auch die jüngste Brut, damit sich die Bienen dann selber eine Königin ziehen können. Ich habe hier eine Brutwabe mit sehr viel verdeckelter Brut, wie man hier sehen kann. Einen schönen Futterkranz noch um die Brut herum. Und hier unten, ich hänge es mal rein, das ist ein bisschen schwer. So, jetzt ist es einfacher. Und hier unten ist ganz viel jüngste Brut noch vorhanden. Vom Ei, also vom Stift bis zu jüngsten Maden. Drohnenbrut ist auch drinnen. Die möchte ich zwar nicht so drinnen haben, aber ne, das kann man nicht ändern.
Ich habe mittlerweile die Wabe reingestellt, habe auch die Plexiglasabdeckung darüber gegeben. Der Grund ist folgender: Es ist heute ziemlich windig. Ich möchte nicht, dass die Brut unnötig kühl wird. Wie wir hier sehen können, ist die Brut größtenteils verdeckelt. Hier am anderen Ende, haben wir ja vorhin schon gesehen, ist noch jüngste Brut vorhanden, also von Stiften, sprich von Eiern über jüngste Maden. Da können sich die Bienen dann selber eine Königin ziehen. Diese verdeckelte Brut hier, diese große verdeckelte Brut hier, wird in den nächsten Tagen schlüpfen. Dann ist die Bienenmasse wieder mehr. Die gehen dann nach oben und holen sich dann hier oben das Futter ab. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass sich die Bienen selber eine Königin herziehen. Das kann man dann beobachten, wie die Entwicklung gerade dieser Königin vonstatten geht. Die Entwicklung dieses Schaukastenvölkchens werden wir in kurzen Videosequenzen für euch begleiten. Wenn ihr darüber auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Kanal.